Oh, die eine Dame, die Sandy oder wie sie heißt, können wir noch im Shop besuchen kurz. Ich glaube, hier war der Dings nicht verkehrt, das ist vom Fischermann, ne? Hallo? Das war jetzt mein Fehler. Machen wir eins, wir gehen kurz vor. Wir gehen zum Fischermann. Fahren wir noch kurz zu Sandy, hat sie unten eine Kokosnuss. Perfekt. Ich merke ja Kokosnüsse. Oh, und da drüben haben wir auch noch was. Oh, lame. So lame, der lame. Hallo. Guck mal. Ich weiß. Ja. Oh, nein, wir haben der Frau was geschenkt. Fuck. Oh Gott, es gibt doch Stress daheim. Ach du Scheiße. Ich hab's vergessen. Wir werden geköpft, wir sind tot. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das gibt jetzt aber echt mega Stress. Oh, hawa, 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 ha. Ja, Taka, halt die Schnauze. Ich will nicht heim. Die Alte zerlegt uns. Oh mein Gott. Aber woher soll die das bitte mitbekommen? Wir haben ihr schon morgens was geschenkt. Die kann ja gar nicht böse sein. Außerdem ist ja nur rein freundschaftlich alles. Ach Mann. Das finde ich so scheiße. Taka, lass mich runter, ich muss einkaufen. Hallo. So. Ach, ich will nicht heim. Ah, nö. Das gibt's mit der Mega. Oh. Pause, du warst so im Spiel auch schon mal fahren, Stardew Valley, ne? Hat die Alte echt so mega geflamed? Also, ich hab's einmal versehentlich gemacht, da habe ich Lea versehentlich was geschenkt. Wobei, bei Sandy dürfte ja gar nicht böse sein, diese eh nicht zu haben. Also, als Spiel, ne? Deswegen dürfte sie eigentlich gar nicht ausraschen, rein theoretisch. Aber praktisch ist es immer so eine Sache. Bei Frauen. Mine nochmal kurz, wir rühren seine Mine einfach weiterhin jetzt. Wir rühren unser Glück dort. Aber. Vorher haben wir uns noch was hintergegeben. So. Und jetzt probieren wir's. Weiß nicht, hab das nie ausprobiert, bis auf einmal. Hop, hop, bin ich nur mehr Fische kommen, sondern auch mehr Truhen. Das wäre cool. So. Ich wollte gerade sagen, ich brauche mehr Fische. Ich glaube, das Biting sollten wir uns mal bauen, ne? Dass Bites automatisch hergestellt werden. Das war... Was soll... Ich kann doch nichts machen. Jetzt kriege ich die Truhe nicht. Oh, fuck you. Mann. Blöder Fisch. So viel zum Thema, die beißen mehr an. Ich habe gerade das Gefühl, die beißen weniger an. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt komm schon. Hopp. Dankeschön. Der Fishing Tackle has Warner, oder? Okay. So, ab zur nächsten. Wir haben noch welche. Können auch welche produzieren. Morgen die Geode verarbeiten. Mann, 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 Mann. Gut. Na, komm, 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 komm. Nein, nein, ja, vielleicht ein bisschen. Das war nicht so gut. Da war nämlich keine Truhe dabei. Ich will Truhen haben. Leute, ich glaube, das wird echt wieder eine lange, lange, lange Sache, bis wir das Ding haben. Ich weiß auch, dass man eine Mine bekommt, aber Dropchance 1%. Haha. Stand zumindest dran in der WG. Hicks. Mann, Fische, grab mal nach Schätzen. Hat's Minendurchgang geöffnet, da muss ja irgendwas sein.
Wie sieht sie aus? Keine Truhe. Also kurz vor knapp auf einmal ploppt noch eine Truhe auf und zack, hast du einen Fisch. Ich denke schon so, du Pisser. So, aber wenigstens haben wir wieder einen größeren Fisch gefangen. Ist ja auch schon mal etwas. Fischis. Put, 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 put. Put, 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 put. Ey, da habe ich das Ding genommen und es beißen weniger Fische an wie vorher. Ich glaube, ich raste aus. Ne? Hallo? Bin wach, bin wach, bin wach. Truhen? Hallo? Honig? Meine Fressen, du, ey, rast aus. Scheiß auf den Fisch, du. Ich krieg noch die Cholera davon. Ja. Da müssen ja viel mehr Schätze jetzt rauskommen. Die Mine muss ja nur so übersprudeln davon. Die haben schon eins überlegen, eine Lava zu angeln haben. Das bringt gar nichts. Eine Lava beißt nicht gar nichts an. Oh, wir haben Müll geangelt. Oh mein Gott, ich bin fasziniert. Nein, das war so jetzt nicht ganz geplant, ne? Ja, ja, Truhe, Truhe, Truhe. Erstmal die Truhe, erstmal die Truhe, erstmal die Truhe. Ja, so ist gut. Braves Fischi. Nein, blödes Fischi. Geht doch. Und wir kriegen... Vielleicht ist ja in den Geoten was drin. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, ich bin gerade etwas... Nee, angefressen nicht, aber... Ungeduldig. Könnte man es nennen. Und? Appetit. Och, Kinder, haben wir schon. Wir brauchen ein Ei, ein besonderes. Wenn ich das Ei hab, ich schwöre euch, ihr werdet umfallen, wenn ihr es noch nicht kennt. Es ist so mega. Eigentlich hätte ich auch noch ein paar Dings kaufen können. Köder. Verdammt. Wartet mal. Wie haben wir überhaupt noch? 34, das geht ja. So. Wo waren die denn da? Ein quick receive from liners, it applies to all fish. Ah, okay. Was mache ich da? Nein, hier lang? Nein, hier lang? Müssen wir mal ausprobieren, das eine, ne? Material dafür haben wir ja wir haben das Bugmeat nicht, verdammt. Wir haben das Bugmeat nicht, ich war gestern nicht bei der Tante, ich hab's verpeilt. Bei Robin jetzt auch nicht, aber ist im Prinzip egal, wir haben eh keinen Platz mehr für neue Möbel. Sieht ja eh schon megamäßig zugestellt aus. Bei so einem scheiß Möbelmessi. Guck mal, was ich ganze Möbel hab, den ganzen Katalog. Okay. Und noch einmal angeln. Ja, ich bin gerade genauso fasziniert davon wie ihr, also das ist ja wirklich Grausamität. Ich versuche eigentlich gerade nur noch das Let's Play in die Länge zu ziehen und mehr Fuse. Nein, Spaß. Na? Na? So, noch einmal. Und ich glaube, wir gehen mal Richtung Heimat jetzt, ne? Jetzt haben wir genug geangelt wieder für heute. Kommt ja eh keine Truhe mehr. Oh! So viel zum Thema, kommt keine Truhe mehr. Es ist da das Ei drin, ich würde ausrasten. Was ist denn das? Ein Auto ist fossil. Cool. Ach, wir haben morgen einiges zu tun. Wir haben morgen einiges zu tun, zu Gunther zu gehen, dem aus dem Maul zu hauen, wenn er nicht so weit ist, wie er sein sollte. Eine Runde knacken, jetzt erstmal von zu Hause Dresche einholen von der Alten. Das wäre natürlich auch wieder ganz mega Knorke. Freue ich mich jetzt schon gar nicht drauf. Ach, das machen wir gleich, das machen wir gleich. Jetzt erstmal alles zumachen, kennt ihr das Prozedere? Einmal, zweimal, dreimal. Oh, da haben sie alles weggefressen. Alter, was geht denn bei euch für ein Film? Mal so gucken, dass ich mehr Gras kaufe. Ich kauf's gleich bei der Dings. Bei unserer Lieblingsdame hier, ne?
Flop, 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 flop. Jetzt müssen wir noch das Öl holen. Die Käsesorten, die verschiedene. Weil aber nicht geht, weil ein Inventar voll ist. So. Du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. Du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. Du weg, du weg, du weg. Du. Und sonst nix. Den Rest heben wir auf. Ist ja unseres. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Mach's eigentlich die ganze Zeit. So, Holz weg, dich weg. Rest heben wir auf. Aber wir können noch eins kurz machen. Eins, zwei. So. Dann machen wir dich auf, dich auf. Euch nicht. Falsche Abteilung. Dann machen wir dich auf, dich auf, dich auf. Sonst nix. So. Dann räumen wir mal dich auf. Oh doch, da habe ich noch was vergessen. Und zwar dich. So. Sonst dürfte das Inventar jetzt soweit eigentlich gesäubert sein. Meiner Meinung nach. Oh, ab der Honig. Ne, guck mal, in den Kühlschrank reinklatschen. Stress. Achtung, gleich kotzte. Oh, I had a nice relaxing time today. How do you do? War gut. Pussy. Mwah. Ja. Einräumen und haja haja machen. Ich geh mal schlafen, kommst du mit, meine Hase? Meine kleine Wulle Kutsche haben wir gewarmt aus. Hallo Jimmy, ich habe dich vermisst, mein kleines, tollwilliges Katzentier. Gute Nacht. So, heute gibt es nur ein bisschen Geld. Ist nicht viel. 7000 verdient. Oh, warte mal, müssen wir heute. Ne, morgen müssen wir auf dem Fest. Ja, am 24. war das. Wetter für morgen wird natürlich. Ja, ja, ja. Aber morgen fest ist natürlich immer perfektes Wetter. Hätte ich auch mal gern. So, wie sieht's aus? Danke. Oh, 3 Iridium. Oh, wie großzügig. I hope you have been practicing your moves. Tomorrow is the flower dance. Können wir noch einmal länger draufklicken? Geht. Ah, ne, jetzt geht's nichts mehr. Jetzt haben wir uns durchgeknutscht. Jetzt gibt's keine Knutschis mehr heute. Scheiße war's. Ach man, immer diese depressive Ader. Oh, sind fertig. Sehr schön. Linus! Cool, danke schön. Was, nochmal passt? Ja, ich gehe mit meiner Frau, Alter. Wenn ich nicht mit meiner Frau gehe, werde ich umgelegt. Weißt du ja, ne? Also warte mal, der 13. mit Marlen. Oh ja, schicke Sache. Schicke, 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 schicke Sache. So. Einmal dich, einmal dich, einmal dich. Oh, guck mal, das ist ja noch mehr fertig. Ist ja mal Töfte. Ich weiß gar nicht, was man so mal eigentlich anpflanzen soll. Ich glaube, ich mache nur eine Palette durch. Irgendwas, was immer wieder nachwächst, wo ich nicht dauernd anpflanzen muss. Das kostet mir zu viel Zeit. Einmal abernten, so alle 5-6 Tage, reicht voll aus. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Oh, klar. Ja, doch, das können wir eigentlich machen. Ein bisschen was auf den Vorrat legen sogar. Blueberries. Jetzt müsste ich heute sogar nachher kommen und. Ach. Ich habe keinen Bock, das Feld zu bestellen. Muss ich? Ich glaube nicht, nein. Ich tue es einfach nicht. So. So, nur gucken, dass das Inventar jetzt nicht voll klatscht, wie Sau. Die befüllt mir auch nicht jetzt gleich. Dass wir nichts mehr unterkriegen. Ja, yep, genau deswegen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. So, sind die nächsten 3 Felder voll. 1, 2, 3, jetzt haben wir nur noch 8 Stück übrig. Ich glaube, das kriegen wir so nicht hin. Es liegt irgendwo noch eine Entenfeder. Ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Es heißt gleich Inventory Fool. Na? So, bock, 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 bock. Jetzt geht man hier weg. Na? Das kann man, das reicht uns nicht aus. Nein, 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 nein. Das wird nicht reichen. Natürlich haben die Arzt jetzt noch verlegen lassen. Ihr seid solche blöden Viecher. Sonst nie, aber gerade heute, wo ich selber Ernte am Arsch stecken habe. Ja, hau weg. Ich brauche Platz. So. Hat gar nichts gebracht, weil wir keine Energie verbraucht haben. Mega. So.
Das mache ich auch raus. Jetzt vibriert es hier. Sekunde. Unnötige Anrufe, zu spät. So. Und dann müssen wir hier noch kurz lang. Und dann müssen wir. Alt, dann müssen wir. Sekunde, ich muss kurz was klären. Immer diese Nerverei hier manchmal. Kinder. So. Ach, so. Oh, jetzt müssen wir noch die schauen. Okay, das geht ja. Flop. Ah ja. Die Kuh angelegt zum Liebhaben, aber... Ah, meinst du doch auf. Dreh dich noch. Ach, du blöde Sau. Kuh, du. Aber Dings angeklickt zum Liebhaben und... egal. So, genau, so machen wir mal auf. Gehen wir hier rein. Hallo Schweinchen A und Schweinchen B. Ich glaube, ich nehme die echt so, weil sie sehen eh gleich aus. Bei Namen hätten eigentlich schon was, ne? Dass man ein bisschen Unterschied hat zu den Tieren. Ja, es halt. Wenn es die Meldung gekommen wäre, haha, die gibt gar keine Milch. Flipp aus. Lauf doch nicht zweimal. Jetzt komm her. Ich will dich, ich bin Grieche. Ich will, außer. Also. Nein. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich will nur die Milch haben von dem Tier. Nicht, dass wir Schweinchen wieder was anderes denken. Nein. So fangen wir jetzt gar nicht an hier, ne? Ich will gleich mal knicken. So, dann die zwei. Wir haben hier auch wieder mal zweimal unterschiedliche Milch. Das war so klar. So, dann haben wir hier noch die Eier. Ein knallvolles Inventar. Du wieder. Oh, alles unten auch noch was fertig. Ich raste aus. Oh, natürlich alles gleichzeitig. La 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 la. Was war das eigentlich? Potato Juice? Kartoffelsaft? Jo, läuft. Hallo? So, machen wir hier kurz, so. So, da kommt jetzt Wein raus. Der braucht eh eine ganze Weile. Cranberry-Wein. So, dann kommst du da rein. Du. Na, das verticken wir jetzt kurz. Achso, die Wolle. Oh, ich habe nur zwei von denen, ne? Ich brauche dann auch mehr. Wir verkaufen die Wolle halt mal so. Auch nicht schlimm. So. Potato Juice. Da aufpassen, das Falsche nicht verkauf. Das wäre eine fatale Hölle, Mann. Okay, jetzt müssen wir noch Iridium aus. Iridium aufräumen. Warum geht ja eigentlich noch die verdammte Musik aus? Es ist eine Höllenlärm, du. Das ist... Nee, kein Lärm, aber es... Ich glaube, ich lasse mich nur und eigentlich jetzt gleich dämlich... Also bei der nächsten Aufnahme echt permanent die Dings laufen, die Playlist. Das hat... Oh, wir sind da reingegangen. Iridium! Ja, im Grunde haben wir die nächste wegbringen können. Prozessgeode. So. Oh, Kupfer, wie spannend. Oh, etwas, was wir schon haben, wie spannend. Oh, Kohle, wie spannend. Okay, das haben wir, glaube ich, echt noch nicht. Oh, Eisen, wie spannend. Das haben wir aber, glaube ich, schon. Ever. Ne, da haben wir eigentlich schon alles. Ja, gut. Ach so, stimmt, ich kann gar nicht. Ja, egal. So. Hallo. Donuts fürs Museum. Nee, haben wir abgegeben. Okay, ich habe gerade überlegt. Wir kriegen schon wieder nichts.
Welche anderen? Habe ich welche noch? Haben die vergessen abzugeben? Habe ich irgendwo eingelagert? Warte. Push-Stop. Taka. Habe ich jetzt verpennt, Geode, irgendwo? Nee, die habe ich doch. So, lass mal gucken. Hier sind keine mehr drin. Die Bombe gehört da nicht rein. Da sind aber auch keine mehr drin. Die Bombe gehört nicht hier rein. Den Rest hat ja Gunther schon alles. So, so, so. Ach Mann. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass man mit dem Scheiß was anfangen kann. Wir müssen noch Samen pflanzen. Ich will keine Samen pflanzen. Ich weiß, was ich mache. Eins, zwei, drei. 4. 1, 2, 3, 4. Eigentlich genau wieder 5 Stück. So. Hä, was? Warum wolltest du denn das Schwein jetzt? Verstehe ich nicht. Müssen wir vielleicht noch zum Fischerman. Komm, schnapp ihn dir. Nur ich und du. Die Lava habe ich schon längst verarbeitet. Die habe ich noch gemacht, bevor ich beim Dingens war. Ne? Du weißt ja, wie ich meine, beim, bevor ich die Spitzhacke in Auftrag gegeben habe, hatte ich schon getan. Oh, guck mal, etwas total Unbekanntes. Oh mein Gott. Wie könnte es nun passieren, dass da Steine rauskommen? Ich bin überwältigt. Damit hätte ich nie gerechnet. Guten Tag. Das ist ein sehr faszinierendes... Oh fuck, man, ich krieg Kopfweh von dem Scheiß. Wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Falala. Leider gibt's nichts Besseres wie Iridium, das stört mich ein bisschen. So, 225. So, Arschlecken. Daka, mitkommen. Wir werden jetzt noch kurz angeln. Das heißt kurz, aber... Schon noch ein bisschen. Bisschen was mitnehmen. Bisschen was unterwegs. Ein bisschen hier was. Ein bisschen da was. Heute werden wir es nochmal probieren. Vielleicht dann noch ein paar Tage im Sommer. Und dann mal gucken. Dann muss ja irgendwann das Ganze echt mal fruchten. Sonst verzweifle ich und klatsche mir irgendeinen Mod rein, wo mir eine Chance gibt von 50 Trillionen. Und dann habe ich vielleicht beim 20.000 Versuch eine Chance, was zu kriegen. Hört sich leicht unrealistisch an. Mit meinem Luck. Anderen 1.000. Ist es möglich. Mine. Mine. Mine, 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 Mine. Mine. Wip, wip. Kein Schatz, zwischen unten sein. Im Grunde müssen wir nicht den Fatz lassen. Ich glaube, das dauert länger. Vor allem, wenn uns eine Geldflöte geht, theoretisch. Aber es wird uns Zeit sparen wiederum, ne? Wenn man auf die Fische losgeht, die auch wirklich Dings bringen. Kisten. Wäre eigentlich eine Idee. Geht es nicht schneller mit dem Abbrechen? Irgendwie nochmal rechtsklick, das Ding reinholen oder so? Das müssen wir gleich mal testen, wenn keine Kiste kommt. Also sonst können wir es auch gleich angeln. Ah, da machen wir eine Kiste. Ja, wir müssen es gerade testen und sowas. Das ist so ein Käse, du. Tada! 2 Geode. Flop. So, jetzt probieren wir es gleich mal. Wenn keine Kiste auftaucht, vor allem kommen nur noch Kisten, ich würde ausrasten. Hallo. Spiel. Mach mal. Danke, wie liebevoll von dir. Ja, fress mal. So, ich probiere das Ganze nochmal. Schade, dass dieses nicht stackbar ist, weil ich so 18 Fische mehr. Das ist ja so cool. Ein ruhiger Tag heute, ne? Ne, reinholen können wir sie nicht. Ja, da kann man auch gleich hangeln. Scheiß drauf.
geht ja relativ zügig. So, zack. Nächste Angeltour. Okay, Nas. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich sag's euch. Angeln macht echt Spaß, aber wenn man etwas sucht, dann ist man immer so ungeduldig. Ich möchte das Beste gleich haben. Aber ich glaube, das... Ja, Forging Tackle, one out. Das könnt ihr mir auch mal vorsagen, bevor ich das Ding rausschmeiß. Na, wäre lieb. Klack, klack. Was? Kein Schatz? Ja, auf jeden Fall ist man natürlich mega genervt. Dann denkst du so, boah, warum dauert es so lange? Und hin und her und hin und her. Ich kann schon überlegen, in der Lava zu angeln, aber das geht nicht. Da beißt ja eh nichts an. Wobei ich gerade so eine blöde Idee habe. Nach dem nächsten Fisch werden wir mal kurz in die Mine gehen. Oh, es war ich zu langsam. Mein Fehler. Nach dem kommenden Fisch. Werden wir kurz mal in die Mine gehen. Ich habe da so eine Idee. Und wenn die klappt, dann wäre es ja super. So. Kommt vielleicht zufällig noch eine Kiste. Ja, perfekt. Und wenn das Eis da drin ist, dann raste ich aber aus. Dann kann ich meine Idee verwerfen, dann geht meine Idee gar nicht mehr. Lalalalala. Oh! Fick mich doch nicht schnell, Mann. Nee, die war's nicht. Nee, war's auch nicht. Nee, war's auch nicht. Ja, die war's. Da wird eh nichts anbeißen. Ist ja total pervers. Okay, außer Müll. Ein Ast aus einer Lava. Was zur Hölle? Oh, Alter, jetzt mach mich nicht schwach. Alter, ich will den Fisch, ich will den Fisch, ich will den Fisch, ich will den Fisch. Verfickte Scheiße. Nein, da war bestimmt eine schöne Ei drin. Der beißt doch nie wieder einen Fisch an. Ohne CD. Na, ja, das hier kaputt ist, glaube ich. Oh, ich hasse. Nein, es beißt doch kein Fisch mehr an. Oh, halt doch die Fresse. Ja, klar, eine Brille, Mann. Aus was denn? Titanium? Kunststoffperoxid oder was? Was für ein abnormal krankes Tier war das bitte? Da hatte ich ja gar keine Chance. Kurz den Inventar aufräumen. Mann! Ich weiß 100%, ich nehme an, ich flippe aus. Jetzt will ich, dass er wieder anbeißt. Mann, Fischi, jetzt komm her! Du Arschkuh! Warum hat er eine Truhe dabei? Da war bestimmt dieses verdammte Ei drin gewesen. Ah, das frustriert jetzt. Ah, ist drüge Schau, ist Reflex drauf. Weiß halt, wohin wird das Level dann los? Bäb, bäb, macht. Es kommt eh nur wieder Müll raus. Chance 1 zu einer Quadrillion wahrscheinlich, dass da der Fisch genau mitten in der Truhe kommt. Wo wurde es hier drin gerade heller? Kann mir das mal jemand erklären? Was draußen dunkler wurde? Das ist jetzt aber merkwürdig. Hallo? Ne, Julia, Marktdose. Ach ja, komm, das ist ja. Ah.
schwer frustrierter Buggy. Stopp. Komm her, Taka. Ich bin ja kurz ins Bettchen. Mann. Dieses verfluchte Eis bringt mich echt noch um. Das gibt's doch nicht mehr. Ich möchte aber auch nicht irgendwie eine Mod oder sowas draufknallen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, fair, einfach abangeln, dieses blöde Drecksding. Erstmal kurz den Müll weg. Das wollte ich doch gar nicht, Mann. Wo war das restliche Zeug? Warte, ich muss hier ran. Dich. Und dann noch dich. Du kommst da rein. Da oben haben wir noch ein bisschen was. Ach, Mann. Nö, jetzt erhöht doch auf. Hast eh nicht drauf. Du SpongeBob, du Blöder. Echt? Du kannst schon mal deine Frau ins Bett angeln. Meine Güte, das gibt's doch echt nicht mehr. So, also noch auf mal dich. Den Fisch, dich. Und den Fisch. Aber das Falsche. Danke, weil wenn die Gode verkauft, dann bring ich dich um. Da könnte vielleicht Ei drin sein. Wobei, ich glaube, es hat der Fisch. Na, Jimmy, alles fit. Außerdem kann ich mal die Heizung ausmachen, da verreckt man ja im Frühling. Mir ist jetzt schon warm, ich das jetzt auch noch sehe. So gut, Leute, aber wir uns für heute gut sein lassen für den Stream. Naja, vielleicht werden wir morgen ein bisschen mehr Glück haben. Weiß nicht. Finanziell sind wir safe. Eigentlich, ja. Ich hoffe, ich muss mich darum kümmern. Ansonsten kannst du es behalten. Und dann trenne ich mich und nehme doch Penny. Was hat er denn schon so viel Kohle gegeben? Ach, das Zeug. Cool. Alles erstmal, dass wir 100.000 haben, ne? Nur mal so am Rand, ich möchte es mal erwähnt haben. alles okay? Hallo? Ah, Bussis? Okay, das läuft. Also, wir werden heute die Aufnahme an sich beenden. Ich möchte gerade nur mal... Okay. Sehr gerne, Herren. Das wird beim nächsten Mal sehr, sehr interessant. Ich danke fürs Zusehen. War meine Ehre, mit Ihnen gespielt haben zu dürfen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Slibogi. Tschüss.